Essen geben. Oh. Mann, das ist Eltern! Wir haben so viele Kinder, wir sind total überfordert. Na, du wolltest doch drei Stück. Was? Der Zufallsmodus, drei Stück, bist du verrückt? So, macht ihr jetzt was? Na endlich, er hat's geschafft. Ja, aber es ist einfach Hunger. So, was könnte er noch machen? Essen geben. Essen. Kinderbetreuung. Nein, Essen geben. Schaumbad. Geh mal zurück. Ja, hat er was? Ja, gib ihr eine Avocado. Ist egal, was du dem Kind in den Mund stopfst, gib ihm endlich was zu essen, die ist schon richtig sauer. Ich müsste morgen auch noch eine Avocado holen. Guck mal, der hat auch mega Hunger. Oh Gott. Kind, isst du die Avocado? Oh, voll bockig. Ja, ist das okay. Ja, jetzt geht's ihr besser. Caleb, du gibst ihr gleich noch was. Bist du nicht zu brauchen, wirklich. So. Ey, ich muss doch mal die Hand nehmen, bevor die Kinder alle verhungern. Mehr Auswahl. Öffnen. Da ist nichts drin. Was ist hier los? Was läuft bei euch falsch? Ja, frage mich manchmal auch. Hat Achim wenigstens Essen? Hier. Okay. Du packst das Essen jetzt hier oben hin. Und zwar hier ins Kinderzimmer. Gott. Gericht nehmen. Gericht nehmen. Ja, wusste ich's doch. Die Eltern sind einfach zu doof für sowas. Die haben noch nie Kinder gehabt. Das sind denen ihre ersten Kinder. Und dann haben sie gleich drei Stück. Und das Kind stellt es hier oben auf den Tisch. Weißt du, was das für eine Folter für die Eltern ist? Ich weiß es nicht. Die pure Folter. Schau mal, wir haben einen Einbrecher. Ja, das Kind isst gerade. Das Kind muss noch. Okay, das ist jetzt inzwischen glücklich. Ich gehe schlafen. Mutter. Weglegen, aufräumen. Also wenn der Butler nicht Essen kocht, ja, dann sind die gleich alle verloren. Dann liest ihr ein Buch. Achim, sagst du dem Butler, der soll nochmal Essen kochen. Essen kochen. Ja, aber... Ja, die Wohnung ist dreckig. Dann putz mal. Verantwortlichkeiten. Reparatur aufhören. Man kann da Hausmeister machen. Typ. Und die sind eigentlich gut aufgestellt finanziell. Ob da dem Gummibärchenfisch geht's gut. Ja. Was kostet eigentlich der Butler im Monat? Weil ich glaube, kostenlos ist der nicht. Er hat keine Karriere, aber sie ja eigentlich. Oh, der Geschirrspüler ist kaputt. Sie muss trainieren. Nee. Sie muss in 6 Stunden zur Arbeit. Also, wir müssen uns was überlegen. Sag mir was. Kümmert sich jetzt um ihre Kinder. Bevor du die Kinder auslutscht, trinkst du jetzt bitte zweimal. Mit Caleb sicherheitshalber auch. Später lutschen die Kinder die Mutter aus. Geht ja nicht. Wenn sie alt genug sind. Geht doch nicht. Wieso schmeißt du vorher raus? Das sind alle Vampire. Ja? Der Einzige, der kein Vampir ist, ist auch dein Alter. Ach stimmt, Vampire können sich nicht gegenseitig aussaugen, wa? Rotes Blut schmeckt nicht. Der ist immer noch müde. Der ist immer müde. Kind, ey. Erwachsener. Er könnte eigentlich mal seine ganzen Sachen aufbrechen da und seine Dioden und alles Mögliche. Ach. Was er da nicht alles hat. So, dann guck dir mal deine Kinder an, ob allen. Der erste schläft schon.
zweite. ich frag nicht. Das macht seinem Vater nach. Soll Judy ins Bett bringen und hey, den Schlaf lesen. Ist ja niedlich mit den Kindern Schlafkleidung. Muss man Kindern in den Alter eigentlich auch noch so ein Overall anziehen? Damit das sind doch können? Kleinkinder, die sind vielleicht ein Jahr alt. Also ja, oder? Ach, warum nicht? Außer das Kind sagt, nee, ist mir zu warm, kein Bock. Das kleine unten schläft im Zelt, ist unglaublich. Na ja. Ach komm, Achim, komm. Gib dir einen Ruck. Leg dich dazu. Oh. Ja, ja. Ich geh mal ins Zelt. Er kann auch sein fast Baby nicht draußen allein im Zelt lassen, also im Ernst. So, das hier ist eine Katastrophenfamilie. Wir schaffen es nicht, 6 Sims gleichzeitig zu erziehen. Was machen wir? Naja, die Vampire geht mal mit. Mit Caleb zum Meistervampir? Ja. Dann soll das Dann soll das geschehen. Meistervampir. Mhm. Ich habe von dir noch nie was gehört. Ja, hast du aber schon mal gesehen, das ist der alte Opa. Caleb werde ich zwar vermissen, ist einer meiner Lieblingscharaktere. Aber so können die sich alle... Das war auch der erste, der sich mit denen angefreundet hat. Und das austrinken wollte? Nee, mit dem Achim. Das Gute ist, die wohnen eine Straße weiter. Hier. Oh! So. Ach, das ist meine Zauberglanzfamilie. Die kennst du ja auch noch nicht, ne? So. Machen wir es so: Haushalt verwalten. Zwischen Haushalten verschieben. Der Meistervampir hat sich, hier wohnt übrigens auch noch ein Vampir, hat sich bereit erklärt. Was sind die denn? Wie weiß ich nicht. Die Welt, in der wir jetzt sind. Gott, Nolo, ja. Hat sich bereit erklärt, sowohl Bionalu als auch Juli zu erziehen. Aber nur, wenn Caleb mitkommt. So sieht's aus. Geld. Ja. Der kann ruhig mal was zurückgeben. Er kriegt 2000 als Abfindung. So viel kostet das Babyessen. Und ich glaube, da er ja reich ist, braucht Vladislaus Straut. Graf Vladislaus Straut. Der Vierte. Ja. Und da er ja reich ist, ohne Ende. Mhm. Kann er sich das leisten, für jedes Kind ein eigenes Kindermädchen zu haben? Was ist denn jetzt? Wir erstellen jetzt noch die Kindermädchen, die unsere Sims erziehen werden. Und ich bin dafür über die Geschichte. Ist doch, ja. So, wir suchen 2 gute Erzieher. Vielleicht 2 Damen. Die wir dann nachher in ein Outfit stecken, dass man sieht, das sind Angestellte. Mhm. Okay, das sind Erwachsene, natürlich. Nee, wir brauchen keine Tiere.